Und wir blicken auf die Hochwassersituation. Carsten, Bundesverkehrsminister Wissing, der hat die entsprechend angespannte Lage in Deutschland auch als weiterhin sehr ernst bezeichnet. Er stehe daher im engen Austausch mit dem Wetterdienst der Autobahn GmbH sowie auch der Deutschen Bahn, sagte der FDP-Politiker. Während die Deiche also weiter aufweichen und die Helfer auf einen Wetterumschwung hoffen, wird immer heftiger darüber gestritten, wer eigentlich am Ende dann für die Folgen aufkommt. Niedersachsens CDU fordert, dass das Land kurzfristig 100 Millionen Euro aus seinen Rücklagen zur Verfügung stellen soll. Der Feuerwehrverband fordert dagegen ein 10 Milliarden Sofortprogramm des Bundes. Es müssten wichtige Geräte wie Füllmaschinen für Sandsäcke, Pumpsysteme und geländegängige Fahrzeuge angeschafft werden. Finanzminister Christian Lindner von der FDP wies jedoch erneut Forderungen zurück, die Schuldenbremse wegen der aktuellen Hochwasserlage und den Folgen der Flut auszusetzen. Und damit richten wir unseren Blick in den hohen Norden nach Niedersachsen, nach Lilienthal, wo weiterhin Gerrit Schröder für uns berichtet. Gerrit, einen schönen guten Morgen. Erstmal, die Hoffnung war ja, dass dadurch, dass nicht weiterer Regen von oben kommt, diese Pegel allmählich mal sinken können. Ist das bei euch inzwischen der Fall? Leider nein. Der Regen hat wieder eingesetzt. Die Pegel steigen hier weiter. Der Pegel der Hase, der Hunte und der Aller, die gehen weiter nach oben. Aber die Pegelhöhe ist, glaube ich, nicht mehr entscheidend. Der Pegel wird nicht mehr die Höhe erreichen, die er zuvor hatte. Aber auch der normale Pegel ist einfach noch zu hoch. Die Deiche sind weich und überall können Bruchstellen entstehen. Das große Problem ist jetzt auch der Frost. Es ist ja kalt geworden. Und die Einsatzkräfte müssen jetzt bei Temperaturen um 0 Grad hier am Deich arbeiten. Heute Nacht gab es einen Einsatz im Heidekreis. Dort drohte eine Straße wegzubrechen. THW-Kräfte und Taucher der DLRG waren dort die ganze Nacht bei 0 Grad, teilweise im Wasser am Arbeiten, um diese Straße zu sichern. Ansonsten wäre ein Ort abgesoffen. Hier in Lilienthal ist die Feuerwehr weiter am Abpumpen von Wasser aus einem Wohngebiet. Man versucht im Endeffekt jetzt hier sehr schnell zu arbeiten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Frost kommt. Und wenn der Frost kommt und hier Eisflächen entstehen, dann droht ein großer Schaden an Gebäuden, die jetzt hier im Wasser stehen. Denn das Grundwasser ist insgesamt auch sehr hoch und überall stehen Häuser halt im Wasser oder am Wasser oder das Wasser drückt in die Häuser. Und dann kommt der Frost, das würde große Schäden mit sich bringen. Und der Frost könnte dann auch diese ganzen überfluteten Wiesen auch zufrieren lassen. Und damit einhergeht eine große Gefahr von Eiseinbruch. Wie diese Gefahr genau aussieht, dazu konnte ich gestern mit dem DLRG-Sprecher aus Bremen, Philipp Pastulka, sprechen. Und da hören wir ganz kurz rein. In der nächsten Woche sinken die Temperaturen erheblich in die Minusgrade. Und wenn man das Wasser hier auch im Hintergrund in den Überflutungsgebieten berücksichtigt, dann erwarten wir auch, dass das zufriert. Allerdings nicht so dick, dass es Menschen trägt. Und da warnen wir also davor, Wasserflächen zu betreten. Grundsätzlich ist das Eis nicht dick genug. Es kann keine Menschen tragen und es besteht dann Lebensgefahr. Also eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte hier. Einerseits der steigende Pegel und jetzt der Frost und die zufrierenden Gewässer. Also eine große Herausforderung. Das Wetter spielt also den Einsatzkräften hier überhaupt nicht in die Karten. Ich mache ihn zu. Gerrit, vielen Dank für all diese aktuellen Informationen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.